Das war der letzte Rest. Dem Tierheim Waldfrieden aus Stolberg war die Kohle ausgegangen. Und das gleich im doppelten Sinne. Weil die Temperaturen in den letzten Wochen so eisig waren, musste viel geheizt werden, damit die aufgenommenen Tiere hier nicht erfrieren. Das zerrte an den Reserven. Der Feststoffofen drohte kalt zu bleiben. Und Öl kostet eben auch eine ganze Stange Geld, das der Verein einfach nicht hat. Ein Aufruf, Holz zu spenden, war schon ganz erfolgreich und das Lager war wieder gefüllt. Doch um richtig heizen zu können, mussten auch Briketts noch her. Der Lugauer Manuel Schwan, der kurz zuvor seinen Hund hier abgeholt hat, hörte davon und wendete sich an den Radiosender RSA. Die fehlende Kohle wurde ein Fall für Fischer. Vom Studio aus organisierte die Radiocrew live einen LKW voller Kohlebriketts, insgesamt erstmal 3 Tonnen. Ein kleiner Familienbetrieb aus Chemnitz, Brennstoffer Walter, lieferte zu Konditionen weit unter dem Marktwert. Der Rest wurde aus Spenden bezahlt. Mit 250 Euro beteiligte sich Ronny Schott aus Lugau, der eigentlich ein Hörgeräteunternehmen führt. Jetzt kommen wir heute auch die 3 Tonnen Kohlen. Und Herr Schott ist ein guter Mann, hat gesagt, da komme ich gleich vorbei, bringe das Geld und packe auch mit an. Dafür wollte ich mich mal bedanken, weil das hätte ich nicht machen müssen, aber es ist stark für mich. Nee, ist selbstverständlich. Hat man mal mit Abwechslung, als vom Alltag. Ne? Wo man, sind denn die Hörer hören denn nur zu, es ist ganz schön frisch im Erzgebirge hier im Wald, muss man auch mal sagen. Aber uns wird in der Spinne ziemlich warm sein. Ich denke auch. RSA-Programmchef und Morgenmoderator Uwe Fischer packte kräftig mit an und in kürzester Zeit waren die 3 Tonnen vom LKW in den Keller verschwunden. Säuberlich gestapelt, denn Platz haben die Tierschützer auch kaum. Vorhin war es noch kalt, jetzt ist es nicht mehr kalt. Nach nicht mal einer halben Stunde waren der LKW entladen und alle glücklich. Viele Hände, schnelles Ende. Wir machen eine letzte Aufnahme fürs Radio, wenn ihr wissen, was los ist. Da meldet sich Timo und sein Trupp vom Tierheim Waldfrieden aus Stolberg. Hier, LKW ist leer, noch ein Brikettbündel ist da. So, das werden wir jetzt zelebrieren. Kommt alle mal ran. Ist irgendjemand noch kalt? Nein. Großes Dankeschön allen, die mitgeschleppt haben. 3 Tonnen Briketts endlich wieder fürs Tierheim. Fühlt sich gut an, oder, wenn der Keller voll ist? Ja, super. Ja, willst du den Männern mal Danke sagen? Ja, super. Vielen, vielen Dank. Sieht ein bisschen aus wie die Schippen vom Muskel her, wa? Ein bisschen. Warte. Anpacken und Spenden sind im Tierheim Waldfrieden immer willkommen. Auch jetzt wieder soll für die Tiere ein Osternest gefüllt werden. Gut, dann verbleiben wir hier mit dem zünftigen Spruch, der uns heute vereint hat, wie es die Musketiere gemacht haben. Einer für alle. Alle für einen.